Moin Leute und herzlich willkommen hier beim Leichenkauer zu einem weiteren, ja, heute mal Tape und Vinyl Update. Ich habe euch ja in den letzten Videos erzählt, dass ich bald umziehen werde. Dementsprechend brauche ich auch das Geld. Ja, ich kann das nicht alles für Schallplatten raushauen, möchte aber auch gleichzeitig nicht auf meinen Sammelhobby verzichten, deswegen habe ich mir ein paar Tapes bestellt, weil Tapes sind halt billiger und irgendwie mag ich Tapes sehr gerne. Und obwohl ich Tapes nicht sammeln wollte, habe ich mittlerweile doch eine recht, ja, überschaubare, aber trotzdem ansehnliche Tapesammlung. Ja, aber so ist das halt, ne? Übrigens, jetzt wo ich am Umziehen bin, ich fange übrigens jetzt schon an mit diesen ganzen Krams zusammenpacken und so was. CDs habe ich über 200 Stück weggeschmissen letztens, ne? Ja, teilweise waren die Booklets so zerfleddert, ne? Das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Die Hüllen alle kaputt. Ihr kennt das, man macht sie auf und dann hat man da drei Einzelteile in der Hand. Oder die CDs waren zerkratzt ohne Ende. Zum Glück muss ich sagen, dass das diese 200 CDs, die ich ungefähr weggeschmissen habe, dass das alles so Musik war, mit der ich heute nichts mehr, aber auch rein gar nichts mehr anfangen kann. Da war sowas dabei wie Schandmaul oder Letzte Instanz, was war noch dabei? Okay, es waren auch Onkels CDs dabei und so weiter, aber ja, wenn die CDs so zerfleddert und kaputt sind, dann will ich die auch nicht mehr in die nächste Wohnung mitnehmen. Also weiß ich auch nicht. Das macht dann auch keinen Spaß, das in der Sammlung zu haben. Das Problem war damals halt, es gab nur CDs und es gab keinen MP3-Player, keinen USB-Stick. Man musste die CDs immer mitnehmen zu Partys und wenn man dann irgendwann betrunken war, dann ist die dann einfach da auf die anderen Stapel geflogen, lose, ohne Hülle und so weiter. Ach Mensch, so war das halt. Ich habe halt meine CDs damals nicht gut behandelt und ja, jetzt habe ich halt 200 Stück weggeschmissen. Es waren ein paar dabei, wo ich sage, okay, aber ganz ehrlich, diese ganzen Schrotten-CDs, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und deswegen habe ich sie weggeballert. Ich habe jetzt ungefähr noch 300 CDs hier. Und da muss ich auch sagen, da muss ich aussortieren. Ich schmeiße die Dinger jetzt nicht mehr weg, weil die ich jetzt noch habe, die sind noch gut. Aber da muss ich auch aussortieren. Ich will nicht hier Hammerfall mitnehmen in eine andere Bude, ne? Auch wenn das ein Teil meiner Musikgeschichte ist oder ja, ne? Meine Musikhörergeschichte. Aber ich, man hat nur einen bestimmten Platz als Sammler. Und man kann nicht immer alles behalten wollen. Das geht nicht. Wenn man alles behält, dann hat man alles nachher voll. Ich meine, das sieht geil aus, wenn du eine große Wohnung hast, ne? Und du hast am besten ein einzelnes Musikzimmer, was du vollballern kannst ohne Ende, dann sieht das geil aus. Dann kannst du dir auch CDs behalten, die du vielleicht jetzt überhaupt nicht mehr hörst oder mit denen du überhaupt nichts mehr anfangen kannst, mit den Bands. Aber ja, ich kann es halt nicht und ich will es halt auch nicht. Vor allen Dingen, weil ich auch nur noch Vinyl und jetzt mittlerweile auch Tapes nur noch sammeln möchte. Aber CDs überhaupt nicht mehr, es sei denn in Form von Hörspielen. Da geht es ja schon wieder los, ne? Und schon wieder Platz, Platz, Platz. Aber ich werde mir was einfallen lassen. Ich habe ja noch, übrigens danke, danke, danke. Ich habe 600 Abos erreicht und das Gewinnspiel wird kommen. Da wird es feines Zeug zu gewinnen geben. Black Metal, ja, auf Vinyl, auf 7 Inch. Und ich werde wahrscheinlich noch die ein oder andere CD noch dazu packen, ne? Und ja, das wird aber nur einer kriegen. Ich werde keinen ersten, zweiten, dritten Platz machen, sondern es wird einer kriegen. Dann habe ich ein Paket, schicke das weg und dann Ende aus, Mickey Maus. Ja, auf jeden Fall danke für die 600 Abos. Ja, über 600. Ich glaube, ich habe 606 Abos, habe ich, glaube ich, gesehen. Richtig geil, danke dafür und ja, ich werde mich dafür auf jeden Fall revanchieren. Genau, das dazu. Ja, eigentlich wollte ich wegen dem Geld bei Worship Tapes bestellen. Habe dann auch angefragt per Facebook, habe auch den Tape Worshipper, danke nochmal,
gefragt und dann habe ich auch mitgekriegt, wie man das macht. Also man muss diese Nummer angeben vom Worship Tape und dann eine E-Mail hinschicken und da kriegt man die wohl zugesandt oder man kriegt dann vielleicht auch eine Überweisungsdings da und naja. Ich wollte das auf jeden Fall machen. Prost erstmal. Hier zuckerfreier Eistee von gut und günstig. Das ist keine Werbung, wo ich für euch Geld kriege, aber der schmeckt echt gut. Ja. Freddy übrigens am Schlafen. Ja, gut. Machst du gut. Ja. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau. Genau. Hab dann aber im gleichen Moment gesehen, Purity for Fire hat genau die Tapes auf einmal im Sortiment, die ich haben wollte. Und dann dachte ich mir so, komm, du bestellst das nächste Mal bei Worship Tapes. Jetzt bestellst du bei Purity for Fire, weil ich wollte noch Schallplatten haben. Hab insgesamt mir 3 Schallplatten von Purity for Fire bestellt und 5 Tapes. Das ist natürlich immer noch relativ viel, aber trotzdem von der Geldmenge her schon deutlich weniger, als wenn ich mir 8 Platten oder so bestellt hätte. Ja. Genau, außerdem ist es auch viel zu viel immer, diese ganzen Bestellungen. Aber man will ja auch sein Hobby weiterhin nähren. Ne? Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einfach mal mit den Tapes an, bevor ich euch hier weiter langweile. Also ein Gruß geht raus an den Tape-Worshipper. Ich habe einige Tapes bestellt, die du auch schon bestellt hast. Ja, einfach nur so mal geguckt dein Video und die ein oder andere Band angehört und für gut befunden. Und da zählt als erstes eine Band aus den USA. Ist ein Einzelprojekt, nennt sich Hardak Ura. Hier in einem roten Tape. Ja, ich dachte immer, das sind so Orks von Herr der Ringe, aber nein, es sind nur Menschen mit Pfeil und Bogen. Sieht aber so ein bisschen aus, als ob das die Orks sind von Herr der Ringe. Ja, schön gehalten hier in Rot. Wir machen es mal auf. Das ist das Tape selber. Richtig, oh, ne? Richtig cool gemacht mit der roten Farbe. Ja, das ist der gute Herr, der dieses USA Atmospheric Black Metal Hardak Ura macht. Und das ist die Nummer 4 von 150. Ich weiß, der Tape Worshipper hat Nummer 1. Ich habe halt Nummer 4 von 150. Und was soll ich sagen? Ist geil. Dieses Tape beinhaltet übrigens alle Stücke, die dieser gute Herr auf anderen Splits mit anderen Bands veröffentlicht hat. Sehr cooles Tape, hat mir sehr gut gefallen, locker, flockig, atmosphärisch, erinnert mich teilweise, musikalisch, nicht stimmlich, musikalisch erinnert mich das so an frühere Horn, ich sag nur Naturkraft, ja, Kraft der Szenarien, so ein bisschen erinnert mich Hardak Ura auf jeden Fall daran, musikalisch, gesanglich natürlich etwas völlig anderes, aber ist grundsolide, kann man machen. Und dann habe ich mir noch das Full-Length-Album von Hardak Ura geholt, das sich da nennt Monumental Winter. Das sieht dann so aus. Übrigens alle 5 Tapes, die ich hier vorstelle, über Worship-Tapes rauszukommen. Ja, und auch dieses Tape hier ist geil. Also es ist locker, flockiger, atmospheric Black Metal im Stile von Naturkraft Horn, würde ich jetzt mal so beschreiben. Ich habe jetzt nicht so die großen Vergleiche, weil ich auch noch nicht so viele Bands kenne, obwohl ich schon eine ganze Menge Bands kenne, was Black Metal angeht. Black Metal als Oberbegriff, also alle Genres durch da. Aber es gibt ja so viel. Und das ist jetzt so mein Vergleich, den ich da setzen kann. Ein anderer kann vielleicht einen anderen Vergleich setzen. Ja, das ist auch limitiert auf 150 Stück. Ich habe Nummer 61 und ja, ist sehr gut. Habe ich das überhaupt schon auseinandergeballert hier und euch gezeigt? Weiß ich gar nicht. Hier, wenn ich das schon gemacht habe, dann entschuldigt bitte, dann habe ich es nochmal gezeigt. Ja, oh, sehr geil und klingen auch beide sehr gut im Tape Deck. Ich habe übrigens am Mittwoch, heute ist Sonntag, ich habe am Mittwoch habe ich einen alten Kumpel wieder getroffen und wir haben
ordentlich eingebechert, weil zwei Haushalte davon sich ja treffen. Und das war echt mal wieder cool, so mit einem Kumpel hier zu sitzen und zu schnacken, mit dem ich, die habe ich schon über ein Jahr nicht mehr gesehen. Und ja, Freddy war auch sofort sofort hier und hat mit ihm rumgespielt, hat keine Angst mehr vor fremden Leuten. Ich hatte gestern auch noch Besuch von Kumpel und einer Freundin. Die waren hier, um Freddy anzugucken, und er war auch hier und am Rumtoben und sowas alles. Also das war cool, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass ich mir getrunken habe mit meinem Kumpel und wir dann, weil das so ist bei mir, wenn ich trinke, lege ich keine Platten auf, weil wenn ich am nächsten Tag aufwache, dann liegen hier überall die Platten, dann sind nicht die Platten da drin, wo sie eigentlich rein sein sollten, und das Schlimmste, das Allerschlimmste, wenn ich zwei Platten oder sogar drei Platten übereinander gelegt habe, weil ich so besoffen war und das nicht mehr hingekriegt habe. Ne? Deswegen habe ich mir damals, das ist mir einmal passiert, deswegen habe ich mir so eine Bluetooth-Box hier geholt, und dann haben wir halt Black Metal, mein Kumpel interessiert sich momentan sehr für Black Metal, auf diese Box gehört. Und das klang schrecklich. Dann habe ich ein Tape geholt, und zwar die Silberbach, die neue Silberbach, habe ich angemacht. Ein ganz anderes Klangerlebnis. Also wer sagt, Tapes klingen scheiße, ja, der sollte sich weniger YouTube anhören und mal ein Tape anhören. Dann erkennt ihr aber einen deutlichen Qualitäts, hier, ne? Ein Qualitätsupdate hier. Also Tapes klingen gar nicht so scheiße. So, da habe ich euch ja gesagt, in den letzten Videos, so dieses kosmische, dieser kosmische Black Metal, dieser schnelle, fliegende, Keyboard-mäßig drückende, dich in den Kosmos reinschießende Black Metal gefällt mir richtig gut. Und dann gab es eine Band, auch bei Purity for Fire als Tape, die hat den Namen Cosmic drinne, und dann dachte ich mir, Mensch, ne, das holst du dir, und das ist mega Tittenaffen geil. Es ist nicht schnell, es ist mehr die ganze Zeit im Mittempo besiedelt, aber richtig, richtig geil. Eine für mich die Neuentdeckung des Jahres, kann man schon sagen. Die Band heißt Cosmic Burial, ja, mit dem Demo, das ist das zweite Demo, Galaxy. Sehr, sehr geil. Und das ist auch interessant für Leute, die kein Black Metal hören, weil hier wird nicht gesungen, ja, oder geschrien, gekrächzt, gekreischt. Ja, das ist ein reines Instrumentalprojekt. Und zwar ist das der Typ von, oh, wie heißt die, von Nachtig. Und, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Die Namen vergesse ich immer. Genau, hier. Davon habe ich auch ein Tape von der Band. Die nennt sich Valosta Varijon. Ja, mit Oberpfälzer Wald. Das ist der Typ, der hier hinter steckt. Und ich muss sagen, das ist richtig geiler Scheiß. Richtig geil. Wie gesagt, das ist instrumentale Musik. Kann man schon im Atmospheric Black Metal ansiedeln. Also wer Atmospheric Black Metal eigentlich ganz geil findet, aber mit den Stimmen nicht so ganz klarkommt, mit diesem ganzen Gekreische, sollte sich vielleicht mal Cosmic Burial reinziehen. Weil das ist wirklich mega Affentitten geil, wie gesagt. Ich finde das richtig gut. Ah, es ist so zum Wegträumen. Ne? Man träumt sich so in kosmische Sphären. Richtig geiles Ding. Ich habe mich ein bisschen informiert. Es gibt auch ein Full-Length-Album. Dieses Full-Length-Album gibt es aber nur auf CD. Aber es ist so ein Media-Book. Ne? So ein DIN A4-Book oder sowas. Und da bin ich mir echt am Überlegen, das Ding zu kaufen. Gibt es übrigens auch bei Purity for Fire. Da bin ich mir überlegen, das Ding zu kaufen, weil das Full-Length-Album habe ich mir auch angehört über YouTube, und ich muss sagen, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also richtig verträumter, geiler Atmospheric Black Metal Instrumental. Richtig cool, gefällt mir sehr, sehr gut. Also Leute, das ist für mich, wie gesagt, eine Neuentdeckung des Jahres. Und ich habe nur dieses eine Demo, aber das ist richtig, richtig geil. Also darauf fahre ich momentan ab, auf sowas. Richtig geil. So, dann kommen wir mal zu deutschen Black Metal. Alter, meine Nase juckt schon wieder. Ach. Mann, Mann, Mann. Immer wenn ich ein Video drehe, dann juckt meine Nase.
Weil ich immer, meistens ist es so, dass ich duschen gehe und dann setze ich mich hier hin und dann juckt die Nase. Ich glaube, das kommt von dieser Creme, die ich mir immer auf die Nase hier creme, hier einschmier. Weil ich bin schon 42. Ja, ich weiß, ich sehe gut aus mit 42, aber man kriegt ja hier und da noch ein paar Falten. Und ich habe angefangen, ohne Scheiß, mit 40 habe ich angefangen, so Cremes zu nehmen. Ja, ist mir egal, ob das jetzt gay ist oder so, aber ich finde, ich sehe noch nicht aus wie 42, außer vielleicht auf dem Kopf hier, wo ich keine Haare mehr habe. Und ich hatte früher Haare. Ach, hatte ich Haare. Ach, ich hatte so eine schöne Haare. Nein, ist ja auch egal. Deutscher Black Metal. Eine Split. Ja, komm, wir fangen mit der hier an. Ganz kurz und schmerzlos. Marvorim und Meuchelmord. Bin ich sehr scharf drauf gewesen, schon die ganze Zeit. Jetzt habe ich sie mir geholt. Auch schon ein paar Mal gehört. Also ich glaube, dreimal habe ich sie schon laufen lassen. Und ich finde beide Seiten extrem stark. Also beide Bands machen hier extrem geile Scheiße. Ja. Hier der Typ von Marvorim und der Typ von Meuchelmord. Cernorus. Mann, Mann, Mann. Bastist. Battist. Ja, ihr wisst schon, hier, die beiden Typen halt. Ja, die beiden Typen machen aber extrem geile Musik. Ja, also mir gefällt dieser Anteil vom Meuchelmord ebenso wie dem Tape Worshipper doch schon besser als der Teil von Marvorin. Marvorin auch mega geil, ja. Also, aber Meuchelmord finde ich auch richtig cool. Besonders Traurigkeit hat sehr hervorgestochen. Aber auch das andere alles hier ist mega geil. Aber Marvorin und Meuchelmord. Ich freue mich übrigens auf die neue Meuchelmord, die jetzt bald erscheinen wird. Die werde ich mir aber auf Vinyl holen. Ja. Marvorin, Meuchelmord. Mit der Split Memento Mori. Richtig geil, richtig cool. Marvorim noch ein bisschen anders. Meuchelmord total anders als was sie heute machen. Gefällt mir sogar beides besser als das, was sie heute machen. Und dann kommen wir auch schon zu dem, was sie heute machen. Die neueste, auch sehr aktuelle, glaube ich, Split von Marvorim und Ad Hominem. Ad Mortem. Entschuldigung, Entschuldigung, nicht Ad Hominem, das ist eine andere Band aus Frankreich. Nee, Ad Mortem, beide aus Deutschland. Und bei Marvorim habe ich, also Marvorim liefert immer ab, das kann man so sagen. Bloß ich denke immer so, ah, schon wieder was von Marvorim, schon wieder was von Totenwache, schon wieder irgendwie die Typen, die da, ne, Marvorim, Totenwache, die was zusammen machen und so weiter und so fort. Und dass sich das vielleicht irgendwann mal abnutzt. Aber so mit dieser Einstellung bin ich rangegangen. Und dann habe ich das Tape angemacht. Und ich muss sagen, also Marvorim liefert hier wieder ab. Das ist der Wahnsinn. Also Tod und Teufel, den Song kannte man ja schon von der Vorabveröffentlichung. Oh, das ganze Ding ist geil. Das ganze Ding, auch der Anteil von Ad Mortem ist richtig geil. Also unglaublich. Was die hier wieder machen, obwohl ich hier, das meine ich hier, der Typ vom Totenwache und der Typ von Marvorim sind jetzt irgendwie hier zusammen abgebildet. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt irgendwie das Projekt irgendwie zu zweit gestemmt haben oder stemmen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, die machen, also man hat das Gefühl, die sind überall, ne? Aber solange die so eine geile Scheiße abliefern, gerne mehr davon, gerne mehr davon, gerne mehr davon. Und auch der Teil von Ad Mortem ist hammergeil. Also das ist wirklich eine mega geile Split von beiden Bands. Ad Mortem mir bis dahin, ja Ad Mortem, ne? Hießen die? Ja. Bis dahin noch unbekannt für mich. Mittlerweile werde ich da auch jetzt mal drauf achten, ob es da nicht irgendwie doch Vinyl gibt. Dann werde ich mir das auf jeden Fall kaufen von dieser Band. Auch gefällt mir sehr, sehr geil. Also fünf Tapes, die hier einfach nur mega geil sind. Kann ich nicht anders sagen. So, dann geht es jetzt weiter mit zwei Schallplatten.
Und dann sind wir hier schon durch. Aber ich denke mal, das ist doch in Ordnung. Eine Band aus Bayern, eigentlich überall her, glaube ich, aus ganz Deutschland, eine Band aus Deutschland, rausgekommen bei Dominance of Darkness. Dominance of Darkness, geile Veröffentlichung, da will ich unbedingt noch die Silberbach holen, die neue, die LP, wenn ich mal wieder ein bisschen flüssiger bin. Aber ich habe mich jetzt für ein anderes Album entschieden, und zwar für die Hexenfluch. Mit dem Albumtitel Aradia. Hexenfluch Aradia. Sehr, sehr mega Affen-Titten geil. Immer noch mega Titten-Affen geil. Einziger Wermutstropfen, es sind keine Texte hier abgedruckt. Ansonsten, der Sänger dieser Band singt bei Drudensang. Drudensang. Und das ist der gute Krampen. Ja, habe ich bei Metal Archives nachgeguckt. Ja, ich habe sogar mal eine Band bei Metal Archives nachgeschlagen. Und der Schlagzeuger, der gute Athanasius, der hat übrigens bei Dunkelgrafen gespielt mal und spielt jetzt Schlagzeug bei Silberbach. Und Dunkelgrafen ist hier auf jeden Fall ein Stichwort, denn diese Scheibe erinnert mich sehr, sehr an Dunkelgrafen. Richtig geil. Ich liebe diese Scheibe. Besonders der Song Hexenfluch. Der ist ja wohl mega affengeil, oder? Ich habe das heute bei meinem Mega-Titten-Affengeil, ne? Aber Hexenfluch ist wirklich ein richtig geiler Song. Aber auch die anderen Songs sind hier richtig cool. Roher Black Metal aller Dunkelgrafen. Wie soll ich das sonst anders sagen? Ich denke mal, Leute, die Dunkelgrafen vermissen, sollten hier mal reinhören. Ich bin ja immer noch dafür, dass irgendein Label mal die ganzen Dunkelgrafen-Scheiben alle auf Vinyl veröffentlichen soll. Weil ich finde Dunkelgrafen, ach, herrlich, wirklich herrlich. Triumph des Fleisches ist eine geile Scheibe, mega geil, ey. Die Baphomets Aeon, Baphomets Aeon, die gibt es ja auch für wenig Geld. Kauft euch die, richtig geil. Aber naja, ist ja auch egal. Es geht hier nicht um Dunkelgrafen, sondern um Hexenfluch. Natürlich klingen sie nicht haargenau wie Dunkelgrafen. Hat mich aber echt sehr dran erinnert. Richtig cooles Album. Ja, wer auf Drudensang Dunkelgrafen steht, sollte hier mal ein Ohr riskieren. Sehr coole Scheibe, echt, ohne Scheiß. So, und kein Update ohne Vendetta. Ich appelliere an euch da draußen. Ich mache ein Vendetta Record Special, sobald einer von euch mir einen Rollkragenpullover zuschickt. Denn das Vendetta Record Special werde ich nur im Rollkragenpullover machen. Ja, Klischee und so, ne? Ja. Aber ich bin bekennender Vendetta-Fanboy. Ich finde Vendetta hat großartige Bands unter Vertrag. Und somit auch diese Band ist grandios. Sie nennt sich Vode oder Vode. Ja. Und dieses Album, wie heißt das eigentlich? Ich glaube, das ist selbst betitelt, ne? Ja, und dieses Album ist grandios. Black Metal aus UK und erinnert sehr, sehr an die ebenfalls aus England stammende Band Winterfylleth. Kennt ihr Winterfylleth? So ähnlich klingen Vode oder Vode, wie auch immer die ausgesprochen werden. Ich habe sie auch momentan auf Plattenteller, höre sie sehr oft in letzter Zeit. Ist ein richtig geiles Album. Es knüppelt gut nach vorne und hat auch immer so diese typischen Winterfylleth, epischen, englischen Black Metal Gitarren da drinne. Aua! Du sollst mir nicht. Ja! Mann! Hat er mich gerade hier an meinen Socken die Krallen ausgefahren. Ja, genau. Sehr, sehr geile Musik, geile, epischer Geknüppelkrams. Also ich finde diese Band grandios. Vendetta Records, sowieso geile Bands unter Vertrag. Ne? Ja. So Leute, da, aua, du sollst das doch nicht machen. Mensch,
Komm mal da weg, du. So, ja, der eben nicht. So. Ja, kriegst du ja Hunger, er hat noch nichts gegessen heute. Oder doch, er hat schon was gegessen, aber er hat nur dieses Trockenfutter. Er will Nassfutter haben. Das weiß ich. Ne? Das weiß ich. Genau. Das war dann mein Musik-Update, Tape-Vinyl-Update für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, das Gewinnspiel wird noch kommen. Ich habe da auch schon eine Idee, wie ich das mache. Und es wird jetzt, denke ich mal, ich habe noch eine Woche Urlaub. Ich denke mal, es wird, jetzt kommst du. Auch nochmal was mit Hörspielen geben. Die Hörspielvideos sind ja nicht ganz so beliebt bei mir. Ist mir aber egal. Darum geht es auf meinem Kanal. Hörspiele und Metal, ja. Und ich mache das natürlich auch weiter. Ich habe richtig viele Hörspiele gehört, richtig gute Hörspiele gehört. Ich weiß nicht, ob ich ein Update mache oder ob ich 5 Hörspiele gehört habe. Aber irgendwas wird schon kommen. Und das Gewinnspiel wird hoffentlich, je nach Lust und Laune, nächste Woche auch am Start sein. Und ich denke mal, die Gewinne können die sich auch sehen lassen. So Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Obwohl, ihr werdet das wahrscheinlich erst Montag sehen. Weil das Video dauert bestimmt 12 Stunden. Wir haben es jetzt. Wie viel haben wir es denn jetzt, Freddy? Wir haben es jetzt 11 Uhr. Also heute Abend um 11. Also doch noch am Sonntag. Wird es wahrscheinlich drauf bei YouTube sein. Naja, egal. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann immer ihr dieses Video seht. Und bis bald. Danke.